Ja, herzlich willkommen hier im Kinosaal der HFF, der Ort, an dem in wenigen Tagen Filme aus aller Welt gezeigt werden. Zu Beginn gibt es aber natürlich wieder eine große Eröffnungsveranstaltung, die moderiert wird von der Schauspielerin und Sprecherin Julia Stöpel. Ich freue mich unheimlich auf ihre erfrischende Art und jetzt treffe ich mich erstmal mit ihr auf ein Bier. Schon hier, das ist eine Ansage. Ja. Ist mir egal, ich trinke das jetzt noch. Cool. Hier, du das aufmachen. Ich hoffe, es klappt. Ich bin so eine. Oh, wow. Ja, du hast gesagt, du willst immer aufmachen und nie wirst du gefragt. Genau. Jetzt wirst du gefragt. Awesome. Super. Sehr cool. Es gibt Bier und ein großes Kino für dich. Ja, das ist noch, cool. Noch ist es leer. Das mit dem Bier ist, jetzt zu der Uhrzeit, warum nicht, ne? Ja, kein Bier vor 4, jetzt Prost. Ist die beste Zeit. Stimmt, Prost. 5 nach, ne? ich habe ein großes Kino für dich organisiert, noch voll, ist es leer. Voll gut. Mhm. Das wird sich ändern. Wir haben ja die große Eröffnungsveranstaltung. Ja. Und da stehst du dann aber auf der Bühne und moderierst. Und der Saal wird voll sein, das kann ich dir versprechen. Ich weiß noch nicht, was ich anziehe. Ich wollte gerade sagen, bereitest du dich schon vor? Cool, ja, die Frau sagt gleich. Das war das Erste, als ich die E-Mail bekommen habe, da war ich gerade in New York und ich so, voll cool, ja, ich will das machen, aber was ziehe ich an? Hast noch keine Idee? Ich habe so eine halbe Idee, aber das hängt davon ab, wenn das Wetter so bleibt wie jetzt, dann könnte es ein bisschen schwierig werden. Ich kann es dir nicht vorhersagen. Nee. Es wird eine spontane Entscheidung? Ja. Bist du ein spontaner Mensch? Ja, total. Also meistens plane ich irgendwas lange voraus und werfe es dann eine halbe Stunde vorher nochmal um. Geil. Komplett. Ist es auch so mit der, also überlegst du dir jetzt, bereitest du dich schon geistig darauf vor, was du erzählen willst oder kommt das später kurzfristiger? Ich bereite mich total darauf vor, zumal ich auch ständig gefragt werde, schickst du uns schon mal die Moderation, weil wir wollten da mal drüber gucken. Und ich habe jetzt auch schon was runtergeschrieben so, aber ich werde natürlich nicht hundertprozentig dabei bleiben. Also nur um halt alle so ein bisschen zufriedenzustellen, dass ich keine großartigen, total schweinischen Witze machen werde oder so. Obwohl ich das gern würde. Aber ich habe gelesen, dass das eine deiner Fähigkeiten ist, einen dreckigen Witz erzählen. Ja. Eigentlich musst du jetzt einen erzählen. Meine Mutter hat mir verboten, weil ich kann mir Witze total schwer merken. Mhm. Und es gibt einen Witz, den kann ich mir merken und meine Mutter hat mir verboten, den zu erzählen. Dann brechen wir das Verbot. Okay, soll ich? Ja. Okay, pass auf. Also, eine kleine Stinktierfamilie und eine Entenfamilie gehen über eine vielbefahrene Straße. Und plötzlich kommt ein Riesentruck und fährt alle tot, bis auf das allerkleinste Entchen und das allerkleinste Stinktier. Und das kleine, allerkleinste Entchen sagt so, oh nein, jetzt sind alle tot und ich weiß gar nicht, was ich bin. Mir hat nie jemand gesagt, was ich bin. Bin ich ein Mensch oder ein Tier? Was bin ich denn? Da sagt das kleine Stinktier so, naja, also... Ich dich so ansehe, du bist klein und süß und hast Federn und einen Schnabel. Wahrscheinlich wirst du ein kleines Entchen. Das Entchen freut sich total, rastet total aus. Ja, ich bin ein Entchen, ich bin ein Entchen. Das sagt das Stinktier, ja, aber ich habe dasselbe Problem. Ich weiß auch nicht, was ich bin. Was bin ich denn? Mensch, Tier. Und da guckt das Entchen das Stinktier an und sagt so, lass mal überlegen. Du bist klein und haarig und stinkst. Wahrscheinlich bist du eine F***e. Das ist geil. Ich habe gerade überlegt, eigentlich müsste ich jetzt eine Wette mit dir abschließen, dass du das dann, wenn du verlierst, auch bei der Eröffnung erzählen musst oder so. Also ich habe im Prinzip kein Problem damit, wie man merkt. Aber man merkt, dass du eigentlich Sprecherin bist oder in deiner Hauptprofession. Ja. War ja jetzt schon die beste Einlage. Voll geil. Was sprichst du alles? Ich habe gesehen, irgendwie Serien, so Grey's Anatomy und irgendwie Sex and the City hast du auch in Nebenrollen gemacht? Ja, also alles Mögliche mittlerweile. Es fing eher so mit den, wie man gerade auch gehört hat, eher so mit den Kinder- und Zeichentricksachen an. Und das ist auch noch so mein Hauptding. Und mittlerweile mache ich auch echte Menschen. Also Grey's Anatomy ist so das Bekannteste. Mhm. Und alles, was so anfällt halt, ne? Und bei den Kindersachen, also irgendwie Bibi Blocksberg oder so? Also Hörspiele sind jetzt auch richtig cool, viele dazugekommen. Und Bibi Blocksberg habe ich jetzt schon einige gemacht, da mache ich dann, weil die haben nur so einen Hauptcast von so 4, 5 Leuten. Mhm.
Und da mache ich dann immer unterschiedliche so Episodenrollen. Und das letzte, die ist gerade rausgekommen, Bibi Blocksberg und die kleine Elfe. Ach toll. Bist du da die Elfe? Mhm. Ah, wie schön. Ja. Ist ja voll der Mädchentraum. Ja, ne? Total, voll. Für mich auch die erste Benjamin Blümchen-Folge, die ich aufgenommen habe. Ich bin komplett ausgerastet. Weil auf einmal steht er vor mir, Benjamin Blümchen. Und er sieht auch echt ein bisschen so aus. Er hat keinen Rüssel. Ich habe jetzt gerade so einen Filmlauf, aber okay, ja. Okay. Cool. Prost. Prost. Also, schalt den Film ab. Aber super sympathisch. Ja, der Typ ist echt nett und der ist halt groß. Und also, um das nochmal zu erklären, warum er so aussieht in meinen Augen. Groß und graue Haare und so ein Bart und halt einfach so, weißt du, so ein Fels in der Brandung. Ach, schön. Aber dann heißt es ja eigentlich, also da kann man sich ja gut drauf vorbereiten und das dann hinterm Mikrofon, machst du gar nicht so viel live. Oder ist es doch häufiger auch, dass du live moderierst? Also, was ich viel mache, sind so Lesungen und Live-Hörspiele und sowas. Moderation nicht so regelmäßig. Mhm. Und nee, also das meiste ist tatsächlich im Dunkeln, hinterm Mikro, ohne dass ich beobachtet werde. Meinst du, du wirst aufgeregt sein? Ich würde lügen, wenn ich Nein sagen würde. Hast du Strategien, wie du dich runterkriegst? Vielleicht trinke ich vorher noch ein Bier. Vielleicht gar kein schlechter Plan. Gute Einstellung. Mal schauen. Nee, okay. Ich meine, so Lampenfieber gehört ja auch dazu. Und, nur deswegen macht es dann auch Spaß. Ja, eben. So insofern denke ich mal, das wird schon cool werden. Ich bin mir sicher. Ich glaube, es wird auch sehr unterhaltsam. Ich hoffe. Ich hab den Eindruck gewonnen. Ich freue mich drauf. Und cool. Wir sehen uns auf alle Fälle dann am 30. Super. Ich freue mich. Zur Eröffnung. Prost. Danke dir. Ach, ich bin so froh, dass ich nicht rülpsen musste. Können wir das bitte noch reinnehmen? Von mir aus. Gerne. Voll gut. Hab ich schon.